Ich möchte mit Ihnen heute dem Gemeinsinn nachgehen. Ich möchte mit Ihnen eine Vision entwerfen, ein neues ökonomisches Paradigma, in dem der Gemeinsinn nicht nur im Krisenmodus funktioniert und anerkannt wird, sondern tatsächlich zum Fundament des wirtschaftlichen Handelns und Denkens werden kann. Und dafür lade ich Sie ein in eine Entdeckungsreise neuer ökonomischer Welten. Ich werde versuchen, Ihnen aufzuzeigen, wie wir einen Paradigmenwechsel brauchen in der Art, wie wir Wirtschaft denken und wie wir unser eigenes Denken erkennen und Handeln in Wirtschaften konzipieren. Und auf diese Weise möchte ich Ihnen zeigen, wie wir eine fundamentale Pluralität entwickeln können, mit der sich zukünftige Krisen, aber auch diese Krisen und auch der Normalmodus der Wirtschaft anders gestalten lässt. Ich werde in einem ersten Teil Ihnen ein wenig Einblick geben in die Funktion des Gemeinsinns in unserer Gesellschaft. Meine These wird sein, dass er leider nur ein Krisenmodus sein kann. In einem zweiten Teil werde ich Ihnen darstellen, wie wir einen fundamentalen Paradigmenwechsel im Bereich des Denkens des Denkens, also in unseren eigenen Erkennungsweisen, vornehmen können. Und dann werde ich Ihnen darstellen, wie wir damit zu einer fundamental neuen Pluralität kommen können, in der ganz andere neue ökonomische Welten, andere Formen des Erkennens und des Handelns möglich werden. Und im dritten Teil werde ich mit Ihnen diskutieren, wie diese verschiedenen ökonomischen Welten, diese ganzen Erkenntniskosmen, die ich Ihnen zeigen werde, wie die parallel miteinander koexistieren können, damit wir eine tatsächliche Pluralität ökonomischer Welten zukünftig bekommen können. Mir geht es dabei hauptsächlich in dieser Vorlesung mit Ihnen anhand der jetzigen Corona-Krise in ein imaginäres, in ein neues Denken zu kommen. Es ist also eine Entdeckungsreise in unsere Welten des Erkennens und die Hoffnung, dass wir in den Fundamenten unserer heutigen Gesellschaft, unserer heutigen Ökonomie neue Dynamiken, neue Kreativität und neue Koexistenz erkennen können. Ich möchte mit Ihnen zunächst besprechen, wie der Gemeinsinn gerade Hochkonjunktur in Corona-Zeiten hat. Sie werden das selber alle beobachtet haben, direkt persönlich oder medial, dass die ersten Tage dieser Corona-Krise eine unglaubliche Welle von Hilfsbereitschaft, von Mitgefühl, von Empathie, von einer unglaublichen empathischen Spontanität und Kreativität gezeitigt hat. Ich denke, dass wir alle uns zurückerinnern und auch noch laufend mitbekommen, wie vor allen Dingen der Gemeinsinn in der Pflege, in der Medizin, in der Krankenversorgung eine zentrale Rolle gespielt hat. Und ich glaube, dass sich sehr, sehr viele einig waren, gerade in den ersten Tagen, dass es ohne diesen Gemeinsinn weltweit zu sehr, sehr vielen Krisen gekommen wäre, die der Gemeinsinn verhindern oder zu verhindern wusste. Auch auf der politischen Bühne hat der Gemeinsinn Widerhall gefunden. Hier zum Beispiel in einer Rede von Angela Merkel im März 2020. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. Sie können das quer durch die Parteien beobachten, durch fast alle Parteien, muss man sagen, aber auch hier zum Beispiel des Bundespräsidenten, Erfahrung von Solidarität, von Gemeinsinn und die Hoffnung, dass es uns als Gemeinschaft und Gesellschaft stärken möge. Die geschichtliche Erfahrung zeigt allerdings, dass diese Konjunktur des Gemeinsinns nicht die erste ist, sondern dass es immer und immer wieder der Gemeinsinn beschworen wird und tatsächlich auch praktiziert hat, wenn das Kind praktisch schon im Brunnen gefallen ist, wenn also sich beschwerste Verwerfungen in unserer Gesellschaft gezeigt haben, dann erst wird dieser Gemeinsinn beschworen, dann rückt er in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Hier zum Beispiel auch unsere Bundeskanzlerin: in der Krise zeigt sich der Gemeinsinn. Dieser Gemeinsinn kann uns jetzt überall voranbringen. Das hat sie nicht im Angesicht der heutigen Corona-Krise gesagt, sondern angesichts der Finanzkrise 2008, 2009. Auch im Angesicht von Ebola ist der Gemeinsinn von unserer politischen Elite schon beschworen worden. Eine Alternative zum gemeinsamen Handeln gibt es nicht. Wo der Gemeinsinn fehlt, scheitern wir
angesichts einer Rede zur Ebola-Krise in Afrika. Man könnte es so durchgehen, Sie werden die Bilder des kollektiven Gedächtnisses kennen, hier die verheerende Hochwasserkatastrophe in Mitteleuropa, wieder und wieder wird der Gemeinsinn beschworen. Wir haben aber auch den Gemeinsinn auf einer anderen Art auf der politischen Bühne, nämlich in seinem absoluten Verschweigen, zum Beispiel angesichts von Klimaerwärmung, von ökologischer Zerstörung, merken nicht nur Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future an, dass der Gemeinsinn auf dieser Ebene eines ökologisch empathischen Mitgefühls nicht bei so vielen Menschen, die diesen Gemeinsinn praktizieren, fehlt, aber die Anerkennung auf der politischen Bühne doch in jedem Fall sehr defizitär ist. Und wir kennen solche Problematiken auch angesichts anderer Katastrophen dieser Gesellschaft, so zum Beispiel in der akuten Flüchtlingskrise und dem hundertfachen und tausendfachen Sterben im Mittelmeer. Was ist also mit dem Gemeinsinn? Viele hoffen, so hier Ulrike Herrmann in der Taz auch von März 2020, dass diese Art des Gemeinsinns endlich den Neoliberalismus mit seiner Fokussierung von Eigennutz, von Nutzenmaximierung, von Gewinnstreben einfach hinwegfegen möge. Das ist also wie ein anderes Wirtschaften automatisch hervorbrechen würde. Meines Erachtens ist das naiv, das zu glauben, weil die Geschichte zeigt, dass der Gemeinsinn tatsächlich nur Lückenbüßer ist. Er wird von unserem System völlig argwöhnisch beäugt, auch vor allen Dingen von der ökonomischen Theorie. Und wir merken jetzt ja auch, also es war hier schon März 2020, Barbara Thiessen, dieses Klatschen ist fast zynisch, aber ich denke, man merkt jetzt im Mai 2020, wie aktuell diese Aussage ist. Wir merken, dass der Gemeinsinn, der praktiziert wird, kaum zu anderen Bezahlungen, kaum zu systemischen Veränderungen führt, ja mittlerweile eigentlich eher auch sogar in Hass umschlägt, zum Beispiel in vielen europäischen Städten gegen das Pflegepersonal und gegen Menschen, die sich aufgrund ihres Handelns für andere mit Corona infiziert haben. Meine These ist also, dass der gemeinsam in der herrschenden ökonomischen Welt, in der Welt, die wir praktizieren, allenfalls Lückenbüßer ist, aber keinen systematischen bzw. systematisch bewussten Platz einnimmt. Meine These ist, dass der gemeinsam das Fundament unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft darstellt, aber eben nicht erkannt wird und sozusagen nur wie hochblubbert, wenn das Kind absolut in den Brunnen gefallen ist, wenn die Katastrophen da sind, aber wir schaffen es nicht, den Gemeinsinn zu praktizieren, wie ein Frühwarnsystem, ein direktes Erkennen von Dynamiken, von Erfahrungen in der Welt, die sich zu Risiken auswachsen können, und wir entdecken ihn nicht auch als kreative Kraft. Das meine ich ausdrücklich auf der Erkenntnisebene, nicht auf der praktischen Ebene. Auf der praktischen Ebene haben wir unheimlich viele Menschen, die gemeinsinnorientiert handeln, auch in ihren Erwerbsberufen. Mir kommt es hier darauf an, die Frage, wie können wir diesem Gemeinsinn seinen eigenen Platz geben, wo er auch eine systemische Bedeutung hat, anerkannt wird, sowohl menschlich, aber auch in ökonomischen Begriffen und in ökonomischen Kategorien, etwa des Gelderwerbs. Die Frage, die ich jetzt mit Ihnen nachgehen möchte, ist die Frage, wie können wir eine Ökonomie schaffen, deren Fundament tatsächlich diese Art von empathischem Gemeinsinn ist? Wie können wir schaffen, dass dies nicht mehr als lächerlich, als unmöglich, als naiv, als Gutmenschentum angesehen wird, sondern ich möchte Sie einladen auf eine Entdeckungsreise, in der wir unsere Kategorien des Denkens, des Erkennens, des Wahrnehmens so ändern, dass wir die fundamentale Bedeutung des Gemeinsinns für unsere Gesellschaft tatsächlich denken können und nicht eben nur in Krisenzeiten, sondern als Grundlage einer neuen Form der kreativen Normalität. Und hierfür, meine These, brauchen wir einen fundamentalen Paradigmenwechsel, und zwar auf der Ebene des Denkens, unseres Denkens. Das heißt, wir müssen uns selber völlig anders als imaginierende, als denkende, als händelnde, als erkennende Wesen begreifen und verstehen lernen. Hier meines Erachtens hat nicht nur die ökonomische Standardtheorie, sondern auch weite Bereiche der Psychologie, der Verhaltens,
Wissenschaften, der Kognitionswissenschaften ein Paradigma in den letzten ungefähr 120, 130 Jahren geschaffen, in dem das, auf was es mir hier ankommt, nämlich wirklich ein gemeinsinnorientiertes Denken und Handeln, noch nicht mal in seinen Ansätzen vorkommen kann. Und was ich jetzt mit Ihnen als nächstes erkunden möchte, ist, ob wir tatsächlich schaffen können, dieses Paradigma als solches zu erkennen, als eine Grenze unseres Erkennens, um sie dann zu überwinden. Ich versuche es hier holzschnittsartig. Sie mögen mir das in der Kürze der Zeit verzeihen. Es geht mir jetzt darum, Grundkategorien, wie es bei Paradigmentheorien üblich ist, Grundkategorien wissenschaftlicher Theorie mit Ihnen zu beleuchten, um dann auch diese fundamentalen Kategorien ändern zu können. Das herrschende ökonomische Erkenntnisparadigma ist ein zweigeteiltes. Wenn Sie zum Beispiel auf den ökonomischen Imperialismus der Chicago School of Economics gucken, die Theorie der rationalen Erwartungen, das, was in den ökonomischen Standardlehrbüchern weltweit vertreten ist, haben wir eigentlich nur eine Spitze eines Eisbergs, dass das rationale Handeln, das berechenbar ist von innen und von außen, also auch für außenstehende Beobachter. Dieses fundamentale Erkenntnisparadigma dominiert die gesamte neoklassische Theorie. Sie kennen das in der Nutzenmaximierung, in der Idee des Homo economicus und ähnliches. Die Verhaltensökonomik im Zuge der Auseinandersetzung mit der Psychologie, beispielsweise den Kognitionswissenschaften und so weiter, hat daraus diese Eisberg-Metapher des Erkennens geschaffen, die Sie auch etwa in der Organisationstheorie und so weiter finden. Die Idee ist, dass das rationale Erkennen, das Bewusste, das auch mühevolle, das berechnende Denken nur ein Bruchteil, man sagt so 10% unseres Erkennens ausmacht, und der Rest, wie bei einem riesigen Eisberg, eingefroren, erstarrt unter der Wasserlinie, das heißt unter der Erkenntnisoberfläche liegen soll. Dieser Bereich soll unberechenbar, aber wohl vorhersehbar sein, weil er ja gefroren ist, weil er keine Dynamik in sich hat. Und er soll den gesamten Bereich des Menschen ausmachen, wo wir schnell, wo wir intuitiv handeln. Ja, das heißt also ein Eisberg, auf dem wir ganz, ganz schnelle Entscheidungen treffen können. Aber die Art der Entscheidung selber, wie wir diese treffen sollen, sollen uns nicht zugänglich sein. Ich möchte, da ich in ein neues Paradigma mit Ihnen komme, gar nicht so viel dazu sagen. Ich möchte nur sagen, dass dieses Paradigma eine bestimmte wissenschaftliche Haltung gegenüber den Menschen ermöglicht. Das ist die Idee, dass Handeln berechenbar und steuerbar ist über geldförmige Anreize, ob das jetzt Pflegeprämien sind oder CO2-Bepreisung oder was auch immer. Also die Idee, über Anreize, die Menschen berechnend wahrnehmen können, Gesellschaft zu steuern. Und der Bereich der Verhaltensökonomik ist die Idee, dass man Menschen über ihr Unbewusstes steuern kann. Das ist die ganze Theorie der Nudges etwa, die wir in der Verhaltensökonomik haben. Das heißt, hier Menschen jenseits ihrer Wahrnehmungsschwelle in ihren Emotionen, in ihren sprachlichen Gewohnheiten so zu treffen, dass sie das Richtige tun, wobei die Richtigkeit ihnen, also den Menschen selber, nicht bewusst sein kann, sondern nur einer politischen oder einer wissenschaftlichen Elite. Wenn wir ein solches Paradigma haben, so meine These, können wir den Gemeinsinn schlicht und ergreifend nicht sehen. Warum nicht? Weil der Gemeinsinn keine erstarrte Struktur des Erkennens ist. Rationalität, werde ich Ihnen gleich noch zeigen, hat ganz feste erfahrungsunabhängige Erkenntniskategorien, die sind absolut fest gegenüber der Dynamik der Welt, weil sie mit einer Erfahrung nichts zu tun hat. Gewohnheiten im unberechenbaren, großen, unteren Teil des Eisbergs und der wesentlichen Gewohnheiten sind erstarrt, weil sie aus der Vergangenheit, weil sie aus den Erinnerungen kommen. Der Gemeinsinn aber, ich werde es gleich nochmal mit Ihnen ausführlich durchgehen, ist eine völlig andere Kategorie. Sie ist nicht fest, sondern sie ist flüssig. Sie ist unglaublich nah am dynamischen Geschehen. Die Menschen wissen mitten in den Situationen, was sie zu tun haben. Es ist eine Form des spontanen Erkenntnisses. Sie können in diesem herrschenden Paradigma schlichtweg nicht gesehen werden. Deshalb möchte ich Sie einladen,
zu einem fundamentalen Paradigmenwechsel, den ich in letzter Zeit auf Basis sehr, sehr vieler erkenntnisphilosophischer Positionen, die ich Ihnen hier allen ersparen möchte, entwickelt habe, und möchte Ihre Imagination anregen, zukünftig über das menschliche Erkennen, über Ihr eigenes Erkennen nicht mehr im Eisberg nachzudenken. Sagen, es ist sehr schön gewesen, man kann auch viel dafür sehen, man kann damit die Welt so erscheinen lassen, als wäre menschliches Handeln steuerbar, berechenbar, über Anreize oder Reize steuerbar. Aber die dynamischen Aspekte, wo die Menschen ihre eigenen gesellschaftlichen Kontexte gestalten können, krisenaktiv erwenden können, sie sind dort nicht sichtbar. Und ich möchte Sie einladen, zukünftig erkennen, sich vorzustellen, wie die innere Dynamik unseres Planeten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass unser Planet der einzige ist im gesamten uns bekannten Weltall, der über die Kräfte verfügt, sich von innen heraus zu gestalten und zu verformen. Man nennt es die plattentektonische Energie. Und unsere Erde ist weit davon entfernt, in ihrem Inneren fest zu sein. Sie ist in ihrem Inneren dynamisch, sie ist flüssig. Und diese innere Dynamik gestaltet die Weltoberfläche. Und was ich jetzt mit Ihnen in den nächsten Minuten machen möchte, ist die Einladung, wie wäre es, wenn wir uns unsere Erkenntnis im Inneren, tief im Inneren, dynamisch, flüssig vorstellten, ganz nah am Geschehen der Welt und nur noch die äußersten Schichten, sagen das, was früher der Eisberg war, diese als verhärtet und verkrustet. Und Sie wissen das alles, hoffe ich noch zumindest, aus dem Geografieunterricht in der Schule. Was würde passieren, wenn unsere Erde einfach nur erstarrtes Gestein wäre, unfähig sich zu bewegen? Sie könnte den inneren Kräften nicht standhalten und würde schließlich schlicht und ergreifend zerplatzen. Die Idee von tiefen Strukturen, von Erkenntnisstrukturen gibt es in der Philosophie sehr lange. Sie ist in den letzten 130 Jahren ungefähr mit der Theorie des Unbewussten überlagert worden. Das, was tief unten im Eisberg ist, ist unbewusst. Ich möchte mit Ihnen jetzt eine andere Geologie des Erkennens werfen, wo die tiefen Strukturen desjenigen Erkennens, was die herrschende Ökonomie in ihren verkrusteten Strukturen im Moment nicht erkennen kann, in der Tiefe ist und in dieser Tiefe dynamisch gestaltbar. Ich muss mit Ihnen kurz einen theoretischen Schritt gehen. Es werden zwei theoretische Schritte notwendig sein, damit wir hier nicht einfach nur in blumigen Metaphern sprechen, sondern uns ganz bewusst sagen, wie wollen wir die Erkenntnis, also wie wollen wir unser Erkennen selber erkennen, wie wollen wir es strukturieren. Sie werden das aus der Geografie kennen, das ist also sozusagen die erkenntnisleitende Metapher, die ich übernehmen werde, dass unser blauer Planet aus unterschiedlichen Schichten aufgebaut ist, die oben sehr erstarrt und sehr fest sind. Das ermöglicht uns, dass wir darauf stehen können. Gleichzeitig sind aber feste Strukturen immer auch der Brüchigkeit, der Explosion, der Eruption ausgesetzt. Und darunter befinden sich zunehmend flüssig werdende Schichten, die bis in das Magma hineinreichen, wo sozusagen reine Dynamik ist, die sich noch nicht geformt hat. Und dieses hier möchte ich jetzt mit Ihnen entwickeln und sagen, lassen Sie uns ein neues Paradigma des Erkennens entwerfen, das aufgebaut ist, sozusagen wie jetzt ein Erkenntniskörper. Also wir stellen uns Erkenntnis jetzt dreidimensional vor, plastisch als ein dynamisches Entwicklungsgeschehen, was tatsächlich auch Materie gestalten kann. Und hier sehen wir, dass ganz oben eine verkrustete Struktur ist, die ich als objektive Rationalität, warum komme ich gleich noch zu, bezeichne. Wir sagen also, das, was im Moment sozusagen die Erkenntnisoberfläche ist, in der Wirtschaft, wo alles berechnet werden muss, wo alles in Maß und Zahlen Ausdruck finden muss, dass wir uns das vorstellen wie bei der Erde als eine vorhandene, aber sehr, sehr dünne und letztlich auch zerbrechliche Schicht, die zwar sehr wohl Wirtschaft trägt, aber immer von dynamischen Strukturen abhängig ist. Darunter befindet sich jetzt dieser obere Erkenntnismantel,
den ich als gewöhnliches Erkennen bezeichne, der so ungefähr die Aufgabe übernimmt wie der untere Teil des Eisberges, der Verhaltensökonomik eben auch aus Gewohnheiten, vor allen Dingen sprachlichen Gewohnheiten bestehen soll. Und jetzt sehen wir aber, dass darunter noch ganz, ganz viel Terra incognita, unerforschtes Gelände ist. Was können wir uns überhaupt als diesen unteren Erkenntnismantel, was können wir uns als Erkenntniskern vorstellen? Ja, Sie sehen also, dass ich versuche, ein zweigeteiltes Paradigma als zu unterkomplex, zu starr zu entlarven und sagen, wir brauchen zumindest mal 4 verschiedene Schichten, wobei gilt, dass nach unten hin, also in einer fundamentalen Erkenntnis, die Lebensdynamik, ja, also die Verflüssigung von Erkenntnisstrukturen ihren systematischen Platz hat. Wenn Sie das alte Paradigma sich im Neuen angucken, dann haben Sie die Trennung zwischen bewusst und unbewusst, müssen Sie darüber legen. Sie würden also sagen, dass sowohl der obere als auch der untere Erkenntnismantel, der ganze Erkenntniskern, dass das alles unbewusst zu sein hat. Sie haben also nur eine minimale Oberfläche, auf der Sie vielleicht die Sachen aus der Tiefe hervorholen können, indem Sie es alles berechnen, indem Sie es in eine rationale Vernunft oder in Kategorien der rationalen Vernunft packen. Aber sonst muss Ihnen spätestens ab dem unteren Erkenntnismantel alles vollständig unbewusst, aber auch unbekannt sein. Und der obere Erkenntnismantel, das gewöhnliche Erkennen, ist zwar noch vorhanden, also Wissenschaftler können das noch irgendwie sehen, aber auch den Menschen selber soll das schon unbewusst sein. Ich möchte mit Ihnen jetzt als nächstes ein Gedankenexperiment machen. Was würde im neuen Paradigma passieren mit diesem alten Paradigma? Philosoph und Soziologe Cornelius Castoriadis hat mal diese Idee des gesellschaftlichen Magmas entworfen. Das sind alle Möglichkeiten, die der Erkenntnis, der Erkenntnisgegenstände, aber auch der Formen der Erkenntnis, das ist also, er spricht vom gesellschaftlichen Magma, als die Möglichkeiten dessen, was alles erkannt werden könnte und auch erkannt werden sollte, wenn Sie jetzt zum Beispiel an gesellschaftliche Krisen denken oder jetzt an diese Corona-Pandemie, dann wäre sozusagen in diesem Erkenntniskern die flüssige Gestalt von solchen Herausforderungen, die aber die Welt gar nicht wahrgenommen hat, für die sie noch gar keine Sprache hat, noch überhaupt keine Begrifflichkeiten. In dem neuen Paradigma würden wir sehen, dass das nichts ist, was außerhalb der normalen Erkenntniswelt liegt, sondern es liegt innerhalb. Das heißt, wir haben ein gesellschaftliches Magma, was sozusagen im Inneren dieses Erkenntniskörpers als noch nicht begriffene, als noch nicht gestaltete, als noch nicht erkannte Möglichkeit vorliegt. Und was passiert nun, wenn wir überhaupt keine Erkenntnis haben, die ganz nah an diesem gesellschaftlichen Magma arbeiten kann? Was ist also, wenn der untere Erkenntnismantel fehlt? Sie können sich das bei unserem Planeten sozusagen metaphorisch analog vorstellen. Was würde passieren? Diese ganze Sache kann nur auf der Oberfläche wahrgenommen werden, wenn es zu spät ist, in Form von gewaltigen Verwerfungen, gewaltigen gesellschaftlichen Eruptionen und Erdbeben. Das ist für mich das Sinnbild einer völlig verhärteten Ökonomie, die nur aus objektiver, berechnender Rationalität bestehen will und einen ganz dünnen Mantel sozusagen noch der Erkenntnis unter sich hat. Sie kann Krisen wie der Corona-Krise jetzt, aber auch der ökologischen Krise eigentlich immer nur gewahr werden, wenn es bereits zu spät ist und wenn ihre eigenen Fundamente ins Wackeln gekommen sind. Ja, das heißt, es gibt im Chinesischen das Sprichwort, man kann den Berg nicht sehen, auf dessen Spitze man steht. Und so sehe ich es auch eben, wenn wir nicht fundamentale Möglichkeiten entwickeln, nahe an gesellschaftlichem Geschehen, an der Dynamik von Gegenwart zu erkennen, dann wird es immer, die Krisen werden immer erst zu spät entdeckt und zu spät gesehen werden. Und sie können auch nur katastrophale Gestalt auf der Erkenntnisoberfläche sozusagen annehmen. Was hat das jetzt
mit Pluralität zu tun, eine Kategorie, plurale Ökonomik, plurales Erkennen, pluralistische Gesellschaften. Der Pluralitätsbegriff ist sehr zentral. Das ganze Netzwerk Plurale Ökonomik, wie Sie wissen, hat sich danach benannt. Was hat das jetzt mit Pluralität zu tun? Ich würde gerne zwei Formen entscheiden, die meines Erachtens, wenn wir wieder überfliegen über die heutige ökonomische Standardtheorie, im Moment hauptsächlich eine Form annimmt, die ich als horizontale Pluralität beschreiben würde. Das heißt, wir können natürlich unheimlich lange uns damit beschäftigen, andere, neue, bessere Wege zu rechnen, stochastische Modelle, Kalküle anders zu gestalten und darauf die anderen Anreizstrukturen zu schaffen. Wir können das mit CO2-Zertifikaten machen, wir können das mit allem Möglichen machen, auch in Pandemien, indem wir gesellschaftliche Anreize, monetäre Anreize, zum Beispiel zur Entwicklung von Impfstoffen und so weiter, das kann man auf der praktischen Ebene, diese horizontale Pluralität betreiben, aber auch auf der theoretischen. Das heißt also Unmengen der Erforschung einer einzelnen Erkenntnisschicht, entweder der objektiven Rationalität oder des gewöhnlichen Unbewussten erkennen, wie es die Verhaltensökonomik konzipiert. Und auf diesen beiden Schichten werden wir auch immer wieder Möglichkeiten haben, wie gesagt, Leute zu versuchen zu steuern. Was nicht möglich sein wird, ist die fundamentale Dynamik im Inneren unserer gesellschaftlichen Erkenntnis, also in diesem gesellschaftlichen Magma zu finden. Ja, das heißt, was wir eigentlich brauchen oder für was ich plädiere, ist das, was ich eine fundamentale Pluralität nenne. Man könnte es auch eine radikale, radix im Sinne von an die Wurzel gehende Pluralität nennen. Und diese Art von Pluralität möchte ich als nächstes mit Ihnen erforschen. Die Aufgaben der fundamentalen Pluralität liegt jetzt darin, zu erforschen, wie können diese Erkenntnisschichten aufgebaut sein, damit unsere Form des Erkennens an diese Dynamik des gesellschaftlichen Magmas herankommt. Das heißt, wie können wir Erkenntnis so denken und selber erkennen, dass es möglich wird, Dynamiken der Gesellschaft, der ökologischen Entwicklung unmittelbar nicht nur wahrzunehmen, sondern auch tatsächlich zu gestalten. Fundamentale Pluralität hat also für mich sehr viel zu tun mit der Frage, nicht nur wie wir Krisen vorhersehen können, sondern wie wir an der Dynamik der Wirklichkeit so nah arbeiten können, dass Krisen am besten gar nicht erst entstehen und eben nicht nur abstrakt erkannt werden, wie ein Vulkanausbruch, den man dann irgendwie messen kann, sondern tatsächlich die Dynamik aufgenommen, umgestaltet werden kann, also sozusagen plastisch sich verformen kann, damit wir Erkenntnisoberflächen gewinnen, die nicht nur dann tätig werden, wenn es zu katastrophalen Eruptionen kommt. Dafür imaginiere ich mir den Erkenntniskörper nun ausgefüllt in all seinen Schichten. Es bleibt zunächst die Erkenntniskruste, das rationale Erkennen. Ich werde gleich zu jeder einzelnen Schicht sagen, wie sie aufgebaut ist. Es gibt weiterhin den oberen Erkenntnismantel, das, was trägt an Gewohnheiten, die wir haben, die aber zu träge reagieren auf gegenwärtige dynamische Entwicklungen und vor allen Dingen nicht auf Zukunftsentwicklungen reagieren können. Und jetzt ganz neu, im Gegensatz zum herrschenden ökonomischen Paradigma, bilde ich einen unteren Erkenntnismantel aus, in den ich zwei Erkenntnisformen eingruppiere. Das eine ist das sinnstiftende Erkennen, das eine das spontane Erkennen. Und Sie sehen jetzt, wie hier ganz nah sozusagen am Erkenntniskern dran der Gemeinsinn gebaut ist. Und zwei andere Kategorien, zu denen ich noch kommen werde, die Imagination und die praktische Urteilskraft. Und im Erkenntniskern sind zwei Begriffe, die ich auch erläutern will, eingelagert. Die radikale, die freie Imagination vor gesellschaftlichen und individuellen Kategorien des Erkennens und das schöpferische Nichts in Form einer unverfügbaren radikalen Freiheit.
was brauchen wir, wenn wir sehen wollen, ob so ein Paradigma taugt, ob es zu komplex ist, zu wenig komplex, was seine Möglichkeiten an Freiheitsgraden der Kreativität, der neuen Imagination für eine Erkenntnis sind, müssen wir meines Erachtens etwas entwerfen, was ich als Geologie des Erkennens bezeichne und als neuen Begriff in die Erkenntnisphilosophie, aber hier eben speziell auch in die ökonomische Theorie einführen möchte. Das heißt, sagen, wie werden wir fähig, jetzt Schicht um Schicht um Schicht eines solchen Erkenntniskörpers zu verstehen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie radikal unterschiedlich die Erkenntnisformen im unteren Erkenntnismantel sind und wie sie uns helfen, zwischen verkrusteten Strukturen der heutigen Wirtschaft in ihren rationalen und in ihren unbewusst gewöhnlichen Teilen auf der einen Seite und eben einer dynamischen Gegenwart auf der anderen Seite zu vermitteln. Hier also in der Geologie des Erkennens, vor allen Dingen im unteren Erkenntnismantel, geht es mir darum, dass wir ökonomische Kategorien, Verständnisse von Erkennen entwickeln, die ganz nah an gesellschaftlicher Wirklichkeit, aber auch an Zukunftsgestaltung liegen. Und wir werden sehen, oder so möchte ich argumentieren, dass wir fundamentale neue Verständnisse von Erkenntnisprozessen dafür entwickeln müssen, beziehungsweise aus der Philosophie wiederentdecken. Damit komme ich zu einer weiteren Grafik, die ich entwickelt habe, um jetzt hoffentlich relativ leicht verständlich Dynamiken des Erkennens mit Ihnen durchzugehen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie fundamental anders Erkennen nah an gesellschaftlichen Magma zu funktioniert hat und wo eigentlich der völlige Unterschied zu Gemeinsinn auf der einen Seite und Rationalität auf der anderen Seite liegt. Ich versuche es einfach zu halten und möchte mit Ihnen ein Erkenntnisschema durchgehen, was zum Beispiel Ulrich Neisser in einer sehr ähnlichen Art, aber auch Walter Lippmann in einer sehr ähnlichen Art entwickelt hat. Ich spreche die ganze Zeit von Erkenntnis und von Erkennen, weil es mehr ist als Denken. Wir haben eine Trennung zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denken und Handeln. Der Erkennensbegriff ist ein dynamischer, der immer schon Tätigkeit in der Welt voraussetzt. Es gibt hier nicht einfach nur ein Denken, was im Kopf wäre und dann danach irgendwie ein Handeln, sondern die Art, wie wir mit Welt umgehen, wie wir in ihr handeln, gehört immer schon zum Erkennen dazu. Deshalb hat ganz vereinfacht gesagt, Erkenntnis nehme ich jetzt hier synonym, auch wenn es nicht philosophisch ganz korrekt ist, hat drei Komponenten. Walter Lippmann spricht davon, dass es erstmal die Bilder sind, die wir von dem Schauplatz unserer Tätigkeit im Kopf haben. Das sind allgemein bezeichnet Schemata. Und wir werden gleich sehen, wie sie in unterschiedlichen Erkenntnisschichten anders aktiv sind. Also wir haben Bilder im Kopf, vor allen Dingen in massenmedialen Gesellschaften, wo wir keine direkte Erfahrung haben, haben wir Bilderwelten und diese Vorstellungswelten dominieren oft, wie wir gleich sehen werden, sowohl Handlungen als auch die Welt. Im Erkennungsprozess haben wir jetzt nicht einfach nur Bilder im Kopf, sondern wir handeln in der Welt, um etwas wahrzunehmen. Das können bei Ihnen jetzt einfach nur das Zuhören sein, die Augenbewegung, um meinem Vortrag zu folgen, den Folien zu folgen. Es können aber auch viel aktivere Prozesse sein. Zum Beispiel beim Gemeinsinn werden wir sehen, sind Handlungen, das unmittelbare Arbeiten jetzt zum Beispiel in der Care-Arbeit mit den Patienten und Patientinnen. Und der dritte Bereich ist die Welt, also nicht das Bild, was wir von der Bühne unserer Handlungen haben, sondern die Bühne selber, die mehr ist als wir. Das heißt, Erkennen ist niemals einfach individuell, sowohl Schemata können kollektiv sein, sie können auch individuell sein, meistens sind sie kollektiv, aber spätestens die Welt, in der wir tätig werden, hat immer eine objektive Komponente, eine intersubjektive und eine kollektive Komponente. Ja, und das ist also diese drei Bereiche muss man beim Erkenntnisprozessen mitdenken. Wenn das zu vereinfacht ist, werde ich Ihnen gleich sagen, im rationalen Erkennen, dann ist es eine Limitierung der Art, wie wir über Erkenntnis nachdenken, aber nicht des Erkennensprozesses selber.
Warum spreche ich von Dynamiken? Das werden wir gleich sehen. Die Dynamik des Erkennens liegt darin, wie diese drei Komponenten, also die Bilder von der Welt, die wir im Kopf haben, die Handlung, die wir in der Welt ausführen und die Welt selber, die stehen nun in dynamischen Prozessen untereinander. Das werde ich gleich mit Pfeilen andeuten. Und das macht dann eben die fundamental unterschiedlichen Dynamiken der Erkenntnisschichten sozusagen aus. Damit das alles jetzt nicht viel zu trocken bleibt und Sie sich fragen, was es denn irgendwie auch mit der Corona-Krise und so weiter zu tun hat, möchte ich jetzt mit Ihnen sozusagen eine Geologie des Erkennens machen, wo Sie in vier verschiedenen Schnitten sehen, wie sich eigentlich die Erkennensdynamiken entfalten können und was man in den welche Möglichkeiten des Denkens, des Handelns, der Theorie, der Praxis in diesen Schichten eigentlich überhaupt zur Verfügung stehen. Ich fange an oben, ja, hier blau eingefärbt, dass Sie jetzt immer ungefähr wissen, wo Sie sich in dieser Reise in diesen Erkenntniskörper, wo Sie sich in der Reise in die fundamentale Pluralität von Erkennensweisen befinden, deswegen hier blau eingefärbt. Die Dynamik rationalen Erkennens entfaltet sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Die Bilder, die Sie im Kopf haben können, die Volkswirte unter Ihnen denken jetzt mal kurz an den Homo economicus, aber auch die Art, wie Sie als Wissenschaftler selber Welt wahrnehmen können. Die Schemata sind Modelle und Kalküle. Die Idee der rationalen Objektivität, die hinterliegt, ist, dass diese Modelle und Kalküle völlig unabhängig von Ihrer Erfahrung sind. Deshalb wissen Sie auch zum Beispiel nicht, was eine Präferenzkurve in Ihrer Erfahrung sein soll oder eine Nutzen- oder Nutzenmaximierung. Modelle, Kalküle, das ist die Idee der modernen Mathematik gewesen, die dann von der neoklassischen Theorie übernommen ist. Sie wollen absolut erfahrungsunabhängige Bilder von der Welt haben. Das heißt, Sie haben auch keine Ahnung, was sozusagen konkret in der Welt passiert. Deswegen auch kein Gemeinsinn möglich auf dieser Ebene. Diese Modelle und Kalküle dirigieren das Handeln. Ja, das werden Sie kennen, die Kausalität des Handelns, etwa beim Homo economicus. Er rechnet aufgrund seiner Präferenzfunktion, aufgrund der Nutzenmaximierung und er wählt das aus, was diese Schemata ihm sagen. Und diese Handlung selber schafft dann, dass sie nur eine ganz bestimmte Art von Welt überhaupt selektiv wahrnehmen, sich selektiv bewegen können. Viel ist darüber gesprochen worden in den letzten Jahren, dass diese Art der rationalen Wahlhandlung eine Welt nur noch ermöglicht, die wie im Supermarkt gestaltet ist, selbst wenn sie gar nicht so ist. Sie wirkt wie eine Welt im Supermarkt, wo uns alles als Waren gegenübertritt und wir aufgrund unseres Budgets zwischen ihnen wählen können. Diese Welt wiederum kann Schemata modifizieren, aber nicht grundlegend verändern, wenn sie in dem rationalen Erkennen sind. Das werden Sie gelernt haben in der Volkswirtschaftslehre. Sie können anders rechnen, Sie können ein bisschen die Präferenzen verschieben, Sie können die Einkommensgrade verschieben, aber Sie können nicht aus den Modellwelten und Kalkülen selber ausbrechen. Ja? Also das ist hier sozusagen nicht möglich. Das heißt, Sie haben hier eine Erkenntnisweise, die gegen den Uhrzeigersinn läuft. Bilder von der Welt bestimmen Handlungen. Handlung selektiert, was die Welt ist, wie sie uns erscheint, wie wir sie aber auch tatsächlich tätig gestalten. Und die Welt hat einen allenfalls modifizierenden Eingriff oder Eingriffsmöglichkeiten auf die Schemata. Ja, das heißt, hier ist erkenntnisleitend das reine Denken, das rein geistige Denken. Wir werden sehen, dass das aber in anderen Schichten nicht notwendig der Fall zu sein hat. Ich gehe mit Ihnen in einer ganz raschen Durchgang jetzt in die zweite Schicht hinein, in das gewöhnliche Erkennen, wie es die Verhaltensökonomik vor allen Dingen erforscht und dann versucht zu steuern oder zumindest so leitplankenmäßig im Griff zu behalten. Auch hier jetzt wieder blau eingefärbt. Es läuft ganz ähnlich ab wie beim rationalen Erkennen. Nur dass jetzt nicht mehr Modelle und Kalküle erkenntnisleitend sind in den Schemata, sondern Stereotype. Stereotype sind kurz gesagt Erinnerungsbilder, die Sie sich aus der Vergangenheit
geschaffen haben, sind Erinnerungsbilder, stark vereinfachte Erinnerungsbilder, die vor allen Dingen auch kollektive Bedeutung hat. Hier kann Erkenntnis nur geleitet werden, wie die Verhaltensökonomie immer wieder betont, aus Erinnerungen. Sie können nicht mit der Dynamik der konkreten Erfahrung der Gegenwart umgehen, weil ihr Verhalten sozusagen wie so eine zähflüssige, fast erstarrter Lavastrom ist. Ja, er kommt ursprünglich aus der Dynamik des flüssigen Erdinnern, des Magmas. Er ist aber wie zähflüssig, er ist wie verklebt, weil wir immer nur Gegenwart wahrnehmen können aufgrund vergangener Erinnerungsbildern. Das ist sozusagen die Hochburg der Verhaltensökonomik, aber auch der Kognitionswissenschaften und Ähnliches. Stereotype dirigieren dann Verhalten. Verhalten ist also nur ein Ausleben vergangener Erinnerungsbilder, wenn ich das so verkürzt sagen darf, hat auch eine ganz stark selektierende Wahrnehmung auf Welt. Also ganz feste Stereotype, zum Beispiel von dem Markt gegen den Staat, eines der wichtigsten Stereotype in der Ökonomie haben, dann kann uns Welt von vornherein nur in einer bestimmten Weise, in einem bestimmten Licht erscheinen. Das ist das, was die Verhaltenswissenschaften, Kognitionswissenschaften als Framing bezeichnet worden. Vor allen Fakten ist immer schon bestimmt, wie wir diese Fakten wahrnehmen. Wenn Stereotype ganz hart sind, wir sehen das im Moment in populistischen Strömungen und Ähnlichem, dann lässt sich, dann schafft es die Welt nicht, diese Stereotype auch nur zu modifizieren, aber auch sie kann sie auf jeden Fall nicht außer Kraft setzen. Als nächstes möchte ich Ihnen darstellen, dass es vollständig andere Dynamiken des Erkennens geben kann, die ich in der Geologie des Erkennens, in diesem unteren Erkenntnismantel ansiedle. Warum tue ich das? Weil sie der Geologie der Erde entsprechend viel flüssiger sind, viel dynamischer. Wie gesagt, das rationale Erkennen ist komplett erfahrungsunabhängig. Es sind folgt rein geistigen Strukturen, vor allen Dingen mathematischen Strukturen, die nicht auf Veränderungen in der Erfahrungswelt reagieren können und schon gar nicht in diesen Erfahrungswelten agieren können. Das gewöhnliche Erkennen ist erfahrungsabhängig, aber nur bezogen auf Erfahrungen der Vergangenheit. Der Verhaltensökonom Daniel Kahnemann spricht sogar von der Tyrannei des Erinnernden selbst. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie im unteren Erkenntnismantel die Dynamik des Erkennens sich so umkehren und kann, dass diese Tyrannei des Selbst, des Erinnernden selbst überwunden wird. Und dafür springe ich ganz unten jetzt erstmal in diesen Bereich des unteren Erkenntnismantels. Sie sehen es gelb umkringelt. Die Frage, wie wirkt eigentlich der Gemeinsinn im Erkennen? Und auch das möchte ich Ihnen sozusagen in der horizontalen Schnittfläche zeigen, wie diese Dynamik im Erkenntniszyklus läuft und funktioniert. Der entscheidende Unterschied im Gemeinsinn ist das, was ich hier Improvisationsgeist genannt habe. Wenn Sie jetzt an die Corona-Krise denken und an die vielen Menschen, die vor allen Dingen im Gesundheitssystem arbeiten, dann folgen die keiner Modell und Kalkülen eines ökonomisierten Gesundheitssystems. Und sie machen auch nicht das, was sie immer schon getan haben. Sie lassen sich also nicht von dominanten Stereotypen leiten. Wir haben es hier stattdessen mit einer tatsächlich erfahrungsrelationalen Erkenntnisweise zu tun, die sich dadurch auszeichnet, dass zunächst gehandelt wird. Ja, das genau, was sich Ökonomen eigentlich kaum vorstellen können. Es gibt Erkenntnisweisen, wo man erstmal in Erfahrung unmittelbar handelt. Ja, das sind alles diese spontanen Vorgehensweisen, die Sie vielleicht kennen, wenn Sie an eine Unfallstelle kommen und spontan einfach vermögen, das Richtige zu tun. Viele beschreiben das als eine selbstlose Tätigkeit, als eine empathische Tätigkeit. Und um diese Art der Improvisation geht es mir. Improvisationen, erkenntnisphilosophisch gesehen, richten sich nicht einfach auf die Welt, sondern sie richten sich erstmal auf die Schemata, auf die Bilder des Erkennens. Improvisationen regen an, Stereotype, Modelle, Ration und Kalküle auszusetzen. Man spricht in der Phänologie von einer Einklammerung. Ja, das heißt, Improvisation macht möglich, dass wir
negativ gebildet werden. Negativ bilden heißt nichts Schlechtes, sondern dass wir Möglichkeiten erlangen, alle vorgefertigten Konzepte, alles, was man rational gelernt hat, sozusagen über den Haufen zu werfen und aus der ganz nah jetzt an diesem gesellschaftlichen Magma zu arbeiten. Und diese Einklammerung, dadurch, dass man das Framing loslässt, dass man sich nicht mehr von Bildern leiten kann, eröffnet neue Handlungsmöglichkeiten. Und hier wird die Welt nicht nur aufgrund von Fakten und Verhalten wahrgenommen, sondern hier eröffnet sich die Welt und zeigt sich in ihren auch zukünftigen Möglichkeiten, aber vor allen Dingen jetzt sehr stark gegenwartsbezogen. Und die Welt ist es hier, also nicht das Verhalten, was die Welt formt, sondern die Welt eröffnet Möglichkeiten, die vorher nicht möglich gewesen sind, und die werden in der Improvisation wieder aufgegriffen. Es ist hier also eine dynamische, auch eine letztlich spiralförmige Bewegung, was ich hier in der Grafik nicht andeuten kann. Und hier ist die fundamentale Umkehr, dass die Erkenntnis vom Handeln zur Veränderung der Bilder, zur Welteröffnung und die Bewegung, also sich wieder von der Welt bewegen lassen im Handeln. Ja, und hier sehen Sie einen fundamentalen Erkenntnisumschwung, der hier dadurch angedeutet ist, dass die Erkenntnis jetzt im Uhrzeigersinn zu sagen verläuft. Und das ist die Form der Dynamik, die die Ökonomie, die Standardökonomie aus ganz, ganz vielen Gründen nicht zulässt. Der wichtigste meines Erachtens ist, dass es hier um ein erfahrungsrelationales Handeln geht, wo Menschen Welt gestalten und deswegen nicht mehr gesteuert werden können. Es geht hier um fundamentale Handlungsfähigkeit in unsicheren Situationen, in instabilen Situationen und das Richtige im Moment zu erkennen. Das ist nicht steuerbar von außen, ist auch nicht berechenbar, ist auch nicht prognostizierbar, sondern es geht hier um eine fundamentale Gestaltungsfähigkeit, die Wirtschaftswissenschaften nur erkennen können, wenn sie einsehen würden, dass sie sich um eine befähigende, um eine mitfühlende, um eine mitgestaltende Wissenschaft handeln sollte. Jetzt sehen Sie aber hier zugleich eine Problematik am spontanen Erkennen, am gemeinsinnorientierten Erkennen. Ist es sozusagen so stark an der dynamischen Wirklichkeit gebaut, dass es sehr labil ist? Ja, und damit komme ich wieder zu dem Anfangspunkt zurück, vom Gemeinsinn alleine, von der Improvisation im Handeln zu erwarten, dass neue Strukturen entstehen. Das kann nicht passieren. Hier ist sozusagen die erste tektonische Bewegung, ist die erste, in der Geologie nennt man das Mantelkonvektion. Ja, also hier kann dynamische Wirklichkeit aufgenommen und anfänglich umgestaltet werden. Was hier fehlt, ist ein strukturierendes Element und die Verbindung zu den Schichten des Verhaltens und zu den Schichten der rationalen Wahl und damit eben auch der Stereotype und der Kalküle. Ja, und hier kann auch die Welt jenseits von Fakten und Informationen. Sie wird zwar umgestaltet, aber es droht, dass wenn die unmittelbare Improvisation vorbei ist, dass kein struktureller Wandel erfolgt ist. Deshalb meine ich, dass wir in der Geologie des Erkennens uns mit einer vierten Form der Erkenntnis beschäftigen müssen und beschäftigen sollten, die jetzt die Vermittlung sozusagen zwischen diesem inneren dynamischen Erkenntnisprozess und diesen äußeren verkrusteten Strukturen aufgrund ihrer Erfahrungsunabhängigkeit oder Unabhängigkeit von gegenwärtigen Erfahrungen, also dass wir das vermitteln. Und hierfür gibt es eine Erkenntnisform, die meines Erachtens noch stärker als die rein gemeinsinnorientierte Erkenntnis in der Ökonomie nicht nur vernachlässigt, sondern systematisch bekämpft wird. Ich möchte Ihnen hier nicht die Bekämpfung vorstellen, sondern erstmal das strukturelle Element. Das sinnstiftende Erkennen umfasst jetzt praktisch den gesamten unteren Erkenntnismantel. Der Gemeinsinn, philosophisch gesprochen, ist die Möglichkeit, erste Bilder aus unmittelbarer Erfahrung zu generieren und daraufhin basierend zu handeln. Er ist eigentlich ein bildhafter Sinn, der aber keine stabilisierenden Bilder ermöglicht. Die Imagination in der Philosophie, in Erkenntnisphilosophie, ist jetzt die Möglichkeiten, aus spontanen Bildern dauerhafte Bilder und vor allen Dingen auch Zukunftsbilder zu entwickeln. Also nicht zu sagen, was ist unmittelbar, sondern was soll sein, und gleichzeitig damit
einhergehend Erinnerungsbilder wachzurufen, sagen, wie war es schon mal, wie könnte es sein und damit eine Pluralität von Erinnerungsbildern und möglichen Zukunftsbildern zu haben. Und es ist praktisch dieser synthetisch-kreative Sinn, der hier eine neue Schicht einfügt, die in der Ökonomie allenfalls im Bereich der neuen Narrative Economics, Imaginative Economics angesprochen wird, aber wo nicht erkannt wird, dass sie nicht als eine Gewohnheitsstruktur begriffen werden kann, weil sie genuin einen kreativen Charakter hat. Die Imagination in der Philosophie ist diejenige, die dann noch die praktische Urteilskraft braucht. Das heißt, Imaginationen können einfach auch Phantasmen sein, es können auch Spinnereien sein, praktische Urteilskraft. Das heißt, was braucht man in der Gegenwart, um einen zukünftigen Zustand oder eine zukünftige Möglichkeitswelt eröffnen zu können? Die praktische Urteilskraft ist die jetzt Bewertung, Intentionalität und so weiter hineinbringt und auch Möglichkeiten hat, tatsächlich Emotionalitäten umzugestalten. Das heißt, kurz gesagt, wenn zum Beispiel Fridays for Future sich fragt, warum können wir im Moment nicht aufgrund von Gegenwart handeln und neue Zukünfte uns vorstellen, dann liegt es daran, dass diese sinnstiftende Erkenntnis mit einer kompletten epistemischen Gewalt, zu dem Begriff komme ich gleich noch, belegt ist. Im Erkenntniszyklus ist die sinnstiftende Erkenntnis die gestalterische Erkenntnisform in den Handeln. Auch hier heißt es wieder, sinnstiftendes Erkennen hat nichts mit abstrakten Elfenbein zu tun. Es ist eine reflektierende Haltung innerhalb der Welt. Es ist eine gestaltende, es ist eine, die jetzt nicht nur improvisiert, sondern tatsächlich darauf sich orientiert, neue Strukturen, neue Normalitäten zu ermöglichen. Das heißt, sie ist diejenige, die jetzt ganz dicht an der Umänderung von Gewohnheiten ist, von Verhaltensmustern sozusagen, dem Verhalten eine dynamische Fläche bietet, wo es einsinken und sich umformieren kann. Diese Gestaltung ist auch hier wieder, dass das Handeln in der Welt, also handlungsorientiert, erfahrungsrelational, neue Imaginationen anregt, das heißt auch Zukunftsvorstellungen, Bewertungen, Neuzusammensetzung von vergangenen Erinnerungsbildern, diese Tyrannei des Erinnernden selbst, also aufgebrochen wird. Und das eröffnet Zugänge, imaginative Art, wie kann Welt und ihre Möglichkeiten aussehen. Und Gestaltung heißt dann wieder, sich von dieser Welt und ihren offenen Möglichkeiten bewegen, anrühren und so weiter zu lassen. Das ist meines Erachtens die Vermittlung, sozusagen, also der Gemeinsinn, der in einem spontanen Erkennen beteiligt ist oder die Hauptkomponente ist und hier jetzt eben durch Imagination und praktische Urteilskraft das Fundament bildet, damit sich alteingesessene Gewohnheiten und so weiter in diesen Erkenntnismantel einsinken und sich umformieren können. Ich möchte hier aus Zeitgründen nicht so stark noch in eine weitere Dimension hineingehen. Das ist der Bereich der radikalen Imagination. Ich will nur kurz sagen, um was es hier vor allen Dingen auch im erkenntnisphilosophischen Bereich geht. Wenn Sie sich jetzt den Gemeinsinn anschauen, dann ist er, wie gesagt, ganz nah an einer dynamischen Wirklichkeit und in der Phänologie gesprochen heißt es, dass diese dynamische Wirklichkeit selber noch keine Form hat. Sie ist also radikale Potentialität, radikale Möglichkeiten, nicht im Sinne von Phantasmen, sondern zu sagen, was ist in diesem gesellschaftlichen Magma, was an der ökologischen, ja, also in einem Realitätssinn, aber in einem offenen, freien, dass es sozusagen noch überhaupt keinem Framing unterliegt. Hier ist, werde ich gleich noch drauf eingehen, eine absolute Freiheit, eine Erkenntnis- und Erkennensfreiheit gemeint. Sagen, der Gemeinsinn sinkt nicht in ein vorgegebenes Etwas, ein teleologisches oder wie auch immer geartetes Etwas ein, sondern hier ist reine Potentialität und es gibt einen Sinn, den ich hier als radikale Imagination bezeichnet habe, der dieses gesellschaftliche Magma in einer Freiheit zur Entscheidung zu verschiedenen Erkenntnisformen aufnehmen und gestalten kann. Und diese radikale Imagination, zu der ich hier heute nicht so viel sagen will, bewegt sich sozusagen in
dem Inneren dieses Erkenntniszykluses. Und sie ist vor selbst der Unterscheidung von Schemata, Handlung und Welt. Ja, sie ist also die Dynamik, wie es in der Philosophie heißt, des Sehens, das im Akt des Sehens immer vorgängig ist, immer die dynamische Gegenwart der Welt bezeichnen kann. Ich möchte hier auf ein anderes Phänomen hinaus und gehe dafür wieder in diese Geologie des Erkennens hinein. Wenn Sie einen solchen Aufbau, wenn wir sagen, das ist das Paradigma, was wir nehmen wollen, um die flüssigeren, dynamischen Erkenntnisanteile sichtbar zu machen, im Gegensatz zum Eisberg-Metapher und zum Eisberg-Paradigma der ökonomischen Standardtheorie, dann wird deutlich, dass solange die Oberfläche der Erkenntniswelten nur durch die abstrakte Vernunft, nur durch Zahlen geformt wird, dass die anderen Schichten darunter, das heißt nicht, dass sie nicht existent sind, aber sie können nicht bewusst in die Erkenntnis, vor allen Dingen in die kollektive, in die gesellschaftliche Erkenntnis treten. Ich möchte das mit einem Beispiel deutlich machen, dass man ja sieht, dass zum Beispiel gemeinsamorientiertes Handeln in der Pflege, es verweisen viele Studien darauf, dieser direkte Umgang mit Menschen, die direkte empathische Arbeit gemeinsam mit Menschen, die direkte Naturerfahrung, dass es für viele wichtig ist bei der Berufswahl. Aber man merkt auch in einer ökonomisierten Gesellschaft wie in einer ökonomisierten Medizin und Gesundheitsvorsorge, wie wir sie heute haben, dass dieser gemeinsam keine systematische Stimme hat. Das heißt, er ist da, aber er ist fundamental verschüttet. Und für mich wichtig ist hier der Begriff der epistemischen Gewalt, der aus der kritischen Kolonialismusforschung ursprünglich kommt. Epistemische Gewalt heißt, dass wir nicht fähig sind oder dass es Strukturen und Machtstrukturen gibt, die verhindern, dass bestimmte Erkenntnisformen an die Oberfläche der Erkenntnis treten kann und in der Gesellschaft zwar fundierend sind, aber gleichzeitig nicht berücksichtigt, sondern verschwiegen, unterdrückt, ignoriert, dass man sie zum Verstummen bringt, dass man ihren sprachlichen Ausdruck auslöscht und ihnen ihren Ausdruck beraubt. Für mich ist das ein fundamentales Sinnbild einer Gesellschaft, die vom Gemeinsinn, von der imaginativen Kraft, von einer praktischen Urteilskraft von Menschen abhängig ist, auf ihr baut, zugleich sie aber nicht erkennen kann und aktiv bekämpft. Und das ist für mich eine völlig paradoxe Situation, die jetzt in der Corona-Krise wieder rauskommt, dass man merkt, man hat diese Abhängigkeit. Sie werden gemerkt haben, dass die Standardökonomie in solchen Situationen schweigt, weil sie keine Sprache hat, weil sie es nicht ausdrücken kann. Und dann aber auch wieder die epistemische Gewalt von der Erkenntnisoberfläche wirkt, dass eben diese anderen erfahrungsrelationalen Erkennensformen keinen Platz in dieser Gesellschaft haben, keinen strukturellen, öffentlichen und damit auch öffentlich bewertbaren und öffentlich honorierbaren Raum. Deshalb finde ich diese Erkennensmetapher sehr stark. Man merkt jetzt also, unten ist nicht fest und nicht starr wie beim Eisberg. Das ist auch nicht unbewusst, sondern es ist anders bewusst. Es sind dynamische, es sind flüssige Erkenntnisformen, die gebraucht werden in der Gesellschaft, für die aber zugleich kein Ausdruck an der gesellschaftlichen Oberfläche mehr möglich ist. Ich möchte jetzt mit Ihnen in einem letzten Schritt zeigen, dass das auch anders sein kann. Ich möchte mit Ihnen eine Vision entwerfen, wo diese unterschiedlichen Erkennungsformen an die Oberfläche treten können und wir dadurch tatsächlich eine Pluralität unterschiedlicher Welten, Erkennenswelten imaginieren können und dieser Imagination dann eben auch eine praktische Struktur geben, sodass sich gesellschaftliche Gewohnheiten ändern können. Ich sagte eingangs, dass unser Planet, der blaue Planet, wohl der einzige ist, der über sogenannte tektonische Kräfte verfügt. Das heißt, über die Fähigkeit, dass sich das flüssige Innere nicht einfach aufsprengt, sondern Möglichkeiten hat, in verkrusteten Strukturen Risse einzufügen, Bewegung einzuführen, dass eine Drift möglich ist und dass dynamisches Geschehen die gesamte Erdoberfläche aktiv gestalten kann.
diese Metapher mache ich hier stark, möchte daraus einen neuen Framework für eine neue Form wahrhaft pluraler, in der Tiefe gehenden, pluralen ökonomischen Welten entwerfen. Sie sehen hier diese gelben Pfeile. Was heißt das jetzt jenseits einfach von Metaphorik? Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen. Die Verhaltensökonomen gehen, wie gesagt, von dieser Tyrannei des Erinnernden selbst aus, als wäre es so, dass als könnten wir nur auf Gewohnheiten basieren, meistens sprachliche Gewohnheiten, sogar nur die tief von instinkthaft angenommenen Emotionalitäten, Weltanschauungen und so weiter geformt sind. Die Schicht dieser gewöhnlichen Erkenntnis kann aber in die praktische Urteilskraft einsinken. Sie werden das alles kennen, dass Sie im Angesicht von bestimmten Lebensumständen Ihre Gewohnheiten selbstbestimmt, freibestimmt verändern können. Das ist die wahnsinnige Chance, die wir in dieser Krise haben, dass erstmal der Gemeinsinn tätig wird angesichts der enormen Aufgaben, die wir haben, aber dann auch eine strukturierende Kraft gewinnt, dass dieser untere Erkenntnismantel so dynamisch wird, sich so bewegt hat, dass er Risse in die gewöhnliche Erkenntnisstruktur geben kann und sie sich umformen kann. Das heißt, dass es also Kräfte gibt, Bewegungserkenntniskräfte, die nicht sich so lange zu Spannung aufladen, bis es oben einfach nur noch krachen kann und einfach wie Riesenkrisen über uns hereinbrechen, sondern die diesen Erkenntnismantel, diese Erkenntniskruste aufbrechen und verschieben können. Und hierfür, das ist das letzte Bild, in das ich Sie heute einführen möchte, möchte ich eine neue Imagination entwickeln, wo wir sagen, ja, es wird noch diese Erkenntniskruste, dieses völlig erfahrungsunabhängige Denken in Modellen, in Kalkülen, letztlich in Geld, Quantitäten und Preisen geben. Aber lassen Sie es uns so vorstellen, als wäre es nur noch eine Kontinentalplatte, die sich auf einen ganz bestimmten Bereich der Gesellschaft zurückzieht. Und statt die epistemische Gewalt auf alle anderen Erkenntnisstufen auszurichten, sozusagen ihnen jetzt Platz macht. Die Bewegung davon, bevor ich in das neue Bild übergehe, ist immer die Grundbewegung des Gemeinsinns. Deswegen spreche ich auch von einer Gemeinsinnökonomie. Denn der Gemeinsinn ist fähig, dynamische Entwicklungen im gesellschaftlichen Magma aufzugreifen und zum ersten Mal konstruktiv, wenn auch nur improvisierend, umzusetzen. Ohne diesen Gemeinsinn keine Imagination, keine praktische Urteilskraft. Und dann haben wir nur Erkenntnisstrukturen, die das ewig Gleiche machen, erfahrungsunabhängig oder nur in Abhängigkeiten von vergangenen Erfahrungen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass dieser Gemeinsinn praktisch sehr stark tätig wird, den ganzen unteren Erkenntnismantel beweglich formt, so dass er eine aufsprengende Wirkung haben kann, dann stelle ich mir vor oder möchte eine Vision entwerfen, die eine Koexistenz der Welten, also anstatt eine Tiefenstruktur nur zu haben, wo jetzt diese vier Erkenntnisformen an die Oberfläche einer gestaltbaren, einer tatsächlich pluralen Ökonomie und einer pluralen Gesellschaft treten können, was ich hier als Koexistenz pluraler Welten bezeichne. Insgesamt stelle ich mir das als ein Framework vor, das heißt als eine neue kognitive Struktur, wo wir die Imaginationskraft jetzt stark machen, um dem rationalen Erkennen einen Platz zu geben, der Welt der Kalküle, der Welt der monetären Berechnung, aber auch nur noch einen einzigen limitierten Platz zuzuweisen. Ich nenne diesen Framework, ich kann hier nicht so viel dazu sagen, aus Zeitgründen Basho Framework. Das ist ein japanischer Begriff, der sich über letzten Endes mit Wirkungsstätte, Platz, Ort, Habitat und ähnlichen Formen. Das heißt, hier geht es tatsächlich zusammen, lassen Sie uns unterschiedliche Erkenntnisorte entwerfen, die in einer dynamischen Pluralität koexistieren können. Und für diesen Begriff, das Basho Framework, können Sie sich hier jetzt als Weltenbegriff im Sinne der Phänomenologie, also als immer schon mögliche Orte, ermöglichende Orte vorstellen, die Denken, Handeln und Weltzugänge dynamisch zueinander gestalten. Zu der rationalen Welt tritt hier die gewöhnliche Welt hinzu
Und diese beiden formen letztlich das Eisberg-Paradigma und sind in meinem Framework nur noch sozusagen die Hälfte der Möglichkeiten, die uns Menschen zur Verfügung steht. In Krisenzeiten, wir haben das gesehen, kommt dieses spontane Erkennen dazu. Es sollte aber nicht ein Krisenmodus sein, sondern die Möglichkeiten in der Ökonomie nah an dynamischer Lebenswirklichkeit zu arbeiten. Das sind für mich ökologische Fragen, die hier dranhängen, aber vor allen Dingen eben auch der Care Economy, der Frage von Sorgearbeit, ihr einen systematischen Stellenwert in Ökonomien und in unserer Gesellschaft einzuräumen. Und als viertes formen dann eben die sinnstiftenden Welten. Das sind eben jene Welten, die nicht von abstrakten Geldlogiken abhängen, sondern der Frage der Umgestaltung und Strukturierung von Gewohnheiten, die erfahrungsabhängig sind. Hier ist zu denken natürlich an Produktionsweisen, aber auch an institutionelle Fragestellungen und Ähnliches. Und die fünfte Erkennungsweise platziere ich in der Mitte, ist dieses radikal-imaginäre. Sie können sich das vorstellen wie jetzt eine Welt, in der die verschiedenen Bereiche in ihrer unterschiedlichen Verhärtung hervortreten und hier eben der Blick in dieses radikal-imaginäre frei wird. Was meine ich damit? Ich imaginiere mir eine Koexistenz pluraler Welten als neue Form der Ökonomie, in der eine radikale Freiheit herrscht, sich zu den unterschiedlichen Welten, zu den unterschiedlichen Erkennensweisen entscheiden zu können. Das heißt, es muss eine radikale Imagination geben und sie ist durch Bildung, durch ökonomische Bildung meines Erachtens zu fördern, sagen, wann ist es sinnvoll, spontan zu erkennen, wann müssen wir einfach improvisierend handeln, wann müssen wir Gewohnheiten umstrukturieren, wann können wir uns auf unsere Gewohnheiten verlassen, wann ist die Welt so beherrschbar, so berechenbar, dass sie auch einer rationalen Erkenntnis zugänglich ist. Also zum Beispiel auf die Fragen von Corona, auf diese Epidemien, können wir uns auf Effizienzstrukturen eines Gesundheitssystems, was gewinnmaximierend, optimierend ist, verlassen? Gibt es andere Gewohnheiten, auf die wir zurückfallen können in unserer Gesellschaft? Oder müssen wir in dem Bereich spontan und sinnstiftende Erkenntnis neue Strukturen schaffen? Ja, und diese Art der radikalen Imagination ist für mich das eigentliche Freiheitsfundament einer neuen Ökonomie. Abschließend, was soll so ein Framework? Für mich ist wichtig, dass wir uns gegen die epistemische Gewalt des ökonomischen Paradigmas und sein Eisberg neue Formen der Ökonomie imaginieren lernen, die das Alte in sich aufnimmt, die es nicht einfach verurteilt, aber nur als einen Sonderfall des Möglichen darstellbar werden lässt. Die unterschiedlichen Strichstrukturen deuten hier an, dass es einen Bereich der Ökonomie braucht, den ich insbesondere im Bereich der Care Economy sehe, der ganz nah an der Dynamik der Welt gebaut ist, zugleich aber nicht für strukturell und nicht für Halt geben sorgen kann, weil er zu dynamisch ist. Das Sinnstiftende, dann schon strukturierter, ein wenig härter und der Bereich gewöhnlichen und rationalen Erkennens, der absolut getrennt ist durch starke Barrieren, wie so ein Cliff kann man sich das vorstellen, vom radikal imaginären, aber dafür auch eine Solidität sozusagen in sich trägt. Und meines Erachtens sollten wir lernen, in einer Ökonomie, in einer neuen Ökonomie, diese unterschiedlichen Bereiche auszugestalten als unterschiedliche Erkennensformen. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass Erkennen hier nicht einfach nur Denken heißt, sondern Zugangsform auf Welt, was meines Erachtens auch das Problem lösen dürfte, dass wir uns zukünftig tatsächlich für Denken und Handeln zugleich entscheiden lernen können, sodass die Frage, die Fridays for Future im Moment immer wieder stellt, warum sehen wir gar nichts oder wir sehen etwas und können nicht handeln, dass wir dieses hier vor allen Dingen im Bereich des sinnstiftenden Erkennens überwinden können. Aber diese neue Form der Erkenntnis oder eine alte, neu entdeckte Form der Erkenntnis selber nicht verabsolutieren, sondern als eine Spielart, eine notwendige, aber eben nur als eine Spielart
des Erkennens zukünftig akzeptieren lernen. Damit möchte ich Sie verabschieden aus der Reise in eine Imagination, wo ich hoffe, dass wir in Krisenzeiten lernen können, dem Spontanen wieder zu vertrauen und gleichzeitig aber zu merken, dass wir eben andere Erkennensformen, die ich hier als Sinnstiftende bezeichnet habe, zur Seite stellen müssen, damit wir etwas schaffen können, was tatsächlich eine neue, eine kreative Normalität ist und dass wir jetzt lernen, Strukturen umzugestalten und nicht dieses Sinnstiftende als Vermittelnde wieder nicht zu lernen, wieder nur mit epistemischer Gewalt zu belegen und damit nicht schaffen, dem jetzigen Rationalen und dem jetzigen Gewöhnlichen Stirn zu bieten. Abschließend möchte ich mich bei Charlotte Hammes bedanken, die Grafikdesignerin ist und die mit mir in sehr, sehr langen Stunden einer imaginativen, ästhetischen Arbeit diese Grafiken entwickelt hat. Die Hinweise zu der Arbeit von Charlotte Hammes finden Sie auf der abgebildeten Homepage. Ich bin dabei, aus dem Vortrag oder zu dem Vortrag ein Working Paper zu machen, der in der Working Paper Series der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung abgebildet werden wird und in der Sie das Ganze nachlesen können. Und es werden zukünftig zu diesem Paradigmenwechsel und zu der Idee dieses Bashur Frameworks kleinere Aufsätze und Ähnliches entstehen. Ich danke Ihnen sehr fürs Mitdenken und ich wünsche mir sehr, dass wir gemeinsam eine fundamental neue und plurale Ökonomie in ihren unterschiedlichen Welten denken und gestalten lernen. Vielen Dank.